Hallo und herzlich willkommen zum Wochencheck-up. Jo, diese Woche hat sich leider nicht sehr viel getan. Die normalen Level-ups habe ich geschafft, aber man sieht es schon, Stufe 249 und fast Stufe 250, das heißt, die nächsten Dungeons stehen bald an. Das Video wird wahrscheinlich morgen oder übermorgen kommen. Und das Beste ist ja, es ist Erfahrungsevent. Dieses Wochenende ist Erfahrungsevent und damit werde ich wahrscheinlich heute dann Stufe 52 schaffen und am Sonntag dann die Dungeons machen und jo. Ihr werdet das Video auf jeden Fall rechtzeitig anschauen können und ja, man sieht schon 3 Millionen für eine 37er Quest, das ist echt krass, die Erfahrung. Wahrscheinlich schaffe ich es sogar mit knapp 100 Alu. Es ist einfach extrem. Und jo, jo, zwei Intelligenztränke hintereinander. Ja, Epic Event ist ja jetzt noch nicht so lange her, deswegen lohnt es sich kaum, die normalen Items anzuschauen. Außer eine Waffe bräuchte ich, weil die ist schon echt nicht ganz gut, meine. Naja, auf Server 14 dasselbe. Gut, da bin ich im Rang gestiegen und zwar von gut 50 Ränge nach oben. Ist auf Server 14 die Aufholjagd, die ist da eigentlich noch sehr leicht, wenn man jetzt schon einen Char hatte, viele Arbeitsstunden und dann haut man einfach 300 Alu raus mit einem guten Sammelalbum, dann kann man da echt noch was erreichen. Und, ja, schauen wir auch mal in den Laden. Die Tränke kaufe ich immer, weil dann vielleicht, das ist mir sogar schon ein paar Mal passiert, ein Epic nachkommen kann und ohne Blättern lohnt es sich natürlich schon. Jetzt kommen hier 100.000 Tränke hintereinander. Sag ich nicht mal mehr Gold dafür. Oh, leider heute kein Glück. Jo. Gut. Server 14 sitzt auch nicht gerade die besten Sachen im Laden gewesen, aber mal sehen. In der Arena. Mal noch ein kleines Kämpfchen und jo. Geschafft, drei Ränge aufgestiegen. Ist jetzt nicht so schlecht, aber auch nicht so gut. Hier kann ich in 2 Tagen spülen und dann mache ich wahrscheinlich wieder zwei Screenshots, vorher, nachher. Aber wahrscheinlich kommt kein Epic. Denn ich hatte erst vor, weiß gar nicht mehr, vor 2 Wochen, bei der letzten Spülung auf jeden Fall, hatte ich bereits ein Epic auf Server 14 und das Server 1 ja auch. Alles mit Screenshots gemacht. Und jo. Rang 26 auf Server 20. Ist jetzt eigentlich ganz gut. Kann gleich mal einen Angriff machen. Auf Barbapapa. Sollte ich eigentlich schaffen, weil die Magier sind auf Server 20 nicht mehr so stark. Oh, der ist ja Stufe 243. Ich dachte 34. Oh. Obwohl ich mehr Glück hatte. Naja, kann man nichts machen. Auf jeden Fall, hier habe ich auch gespült und da war wie immer nichts drinnen. Leider, und jetzt Aura 12. Das dauert jetzt echt schon lange. Ein Epic, ich glaub's nicht, echt ein Epic im Laden. Ohne Blättern, aber ich kann's mir nicht leisten. 1,3 Millionen, ja, da werde ich noch sparen müssen, aber echt, obwohl das jetzt gar nicht mehr so gut ist. Von der Rüstung her noch schlechter, obwohl das schon sau schlecht ist. Und dann, naja, wenigstens ein paar Attribute mehr. Und, jo, Toilette, die auch noch reinwerfen. Und dann geht's weiter. Ja, auf Server 3 gibt's etwas mehr zu berichten. Stufe 99. Ich habe jetzt in der letzten Woche 7 Stufen geschafft und jetzt mit dem Erfahrungsevent werde ich noch Stufe 101 wahrscheinlich erreichen. Soll ich alle Pilze, letztes Wochenende Oktoberfest. Und davor habe ich extra den Greifen noch geleast und. Also jede Menge
Pilze noch ausgegeben, deswegen habe ich jetzt wieder nur noch 18, obwohl ich mir für 5 € welche geholt habe, die eigentlich für ein Greifen sein sollten. Aber ja, die sind jetzt auch schon wieder weg. Arena-Kämpfe sind hier jetzt eigentlich sehr schlecht, weil ich die meistens verliere. Man sieht schon, Killer des Norden. Ja, hier. Der hat 2900 Arbeitsstunden und das wirkt sich echt schon extrem aus auf die Attribute 811, 753. Ja, so viel habe ich bei weitem nicht. Insgesamt komme ich vielleicht nah dran, aber weil ich keine Epics habe oder beziehungsweise so gut wie nie Epics habe, muss ich die Ausdauer genauso hoch halten wie die Intelligenz, weil sonst wird das brenzlig. Ja, das war's denn jetzt auch schon wieder. Toilettenschlüssel werde ich dann hoffentlich noch morgen oder heute finden. Und ja, Sammelalbum füllt sich sehr langsam. Habe ich eigentlich nicht die Zeit dazu, das jetzt noch groß zu machen, aber mal sehen. Jo, das war's dann mit dem Wochencheckup für diese Woche und wir sehen uns dann im nächsten. Ciao!